Anfang? Ja. Von 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlelog Theater. Zusammen mit dem Schwein, ich meine mit Schweinen und The Lion. Und ja. Die können treten. Wie, die können treten? Wenn du B drückst. Dann treten die auch. Oh, das ist so süß. Hier, komm, geh weg. Geh weg. Ich finde das ja auch so toll, dass man sie rufen kann. Ja, nein, nein, halt lauf nicht kommen. Weiter! So, dass man sie rufen kann. So toll. So, nehme ich halt deins. Oh. Toll, komm hier nicht mehr rüber. Doch. Hey, ihr könnt mich doch nicht hier lassen. Oh, ich kann sie ja rufen. Nope. Da kommen sogar zwei Schweinchen zu mir. Mann. Und wir brauchen es aber nochmal. Die kommen nicht hier hoch. Die können nicht springen. Und da steht, wir sollen sie rufen. Da steht aber, dass sie links von uns. Gut. Nein, nein, nein. Ah, komm, das ist doch fies. Dass mir, glaube ich, gerade zum ersten Mal die Katzen im Publikum aufgefallen sind. Ernsthaft? Wir sind die ganze Zeit im Theater. Waren die schon immer da? Ja, wir sind die ganze Zeit im Theater für Katzen. Ich weiß, das ist die ganze Story. So weit bin ich auch schon gekommen, aber dass man wirklich so, dass man die sieht. Ja, die sind die ganze Zeit. Ah, weil wir sonst, weil wir nicht so weit unten sind. Ja. Ja. So, jetzt Rätselspaß mit Yumi. mach du mal, ich schlafe eine Runde. Learning by doing und so. Also einer von uns muss jetzt mal aufhören. Ja, hab ich mir auch gerade gesagt, geh mal weg da unten. Komm nicht mehr raus, mein Kopf steckt fest. Warum sind manche dunkelgrün und manche weiß? Das ist eine gute Frage, nächste. Nee, das brauchen wir bestimmt nicht hier unten. Boah, soll ich die einfach mal puzzeln lassen? Geh dann durch den freien Weg oder müssen wir zusammen gehen? Weiß ich nicht. Hallo! Wow, ich habe gerade drüber gezogen, schieb sie zurück. Ja, es ist im Block. Moment. Warte mal, ich kann es ganz so machen. Ja, und dann? Dann darfst du nicht mehr mitkommen. Merke ich schon. Da bau dir halt deinen eigenen Weg. Ja, würde ich gern. Bin leider ein bisschen fest gebaut. Oh Scheiße, hab ich dich jetzt wirklich eingebaut? Ich hab dich eingebaut, ich komme nicht raus. Ich kann nur einen Stein ziehen, den kann ich weit genug bewegen. Das gefällt mir ja. Frag mich doch mal ganz lieb um Hilfe. Würdest du mir bitte, bitte helfen? Ich weine schon, ich bin so einsam hier. Moment. Weißt du noch, wie es geht? Ja. Achso, aber das nützt sehr wenig, ne? Moment. Wir kriegen das schon. Du müsstest vielleicht den unter mir ziehen. Habe ich mich jetzt auch eingemauert? Nein, das geht nicht. Warte mal. Was soll ich wegziehen? Den Stein unter mir müsstest du wegziehen, mich nach unten. Kann rauskommen. Ich aber nicht. Du müsstest irgendwie unter mich kommen wieder. Warte mal. Kein Stress. Die Mumi macht es schon. So, dann kann ich zumindest nach unten. Ja, wir müssen zusammen. Wir müssen zusammen zeitgleich durchgehen. Ja, aber dann. Kannst du, guck mal, dann geh doch mal hier hoch und danach schiebe ich es mir wieder zurecht. Hier aus müsstest du doch jetzt weiterkommen. Geh mal, fass schon mal oben an und ich spring hoch und du schiebst unter mich. Komm schon, genau. Jetzt kannst du einfach weiter rüberschieben, noch eins weiter. Dann kommen wir weiter hier raus. Ah. Also doch eine Teamarbeit. Halb. Über meine Leiche läuft sie. Nicht über meine Leiche. Da kommt der Begriff eine ganz neue Bedeutung. Oh, verdammt. Ich glaube, hier muss ich dich werfen. Oder du mich. Wirf. Ich will wahrscheinlich über irgendeinen Druckknopf betätigen, damit du hier. Oh, nee, oder du kannst so. Einfach dort warten oder so. Dann wäre ich mitgekommen. Vielleicht ist es doch synchron. Echt? Sollten mitsingen, damit wir es wissen. Ja, unbedingt.
Nee, dann ist es doch nicht synchron. Dann war es nicht. Ich singe auch einfach nur falsch. Weil irgendwie muss da links noch was sein, oder? Ja. Guck mal, langsam denke ich in den richtigen Maßstäben. Hopp, 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 hopp. Ich bin ein Schwein. Ja, dann dürf mich doch. Ja, du stehst nur die Handbewegung. Auf mir. Stell dich mal drauf. Steh auf mich. Ah! Hey, da oben gibt's aber noch was. Ja, jetzt kannst du auf mich stellen. Steh wieder auf mich und jetzt spring. Steh auf dich und springe auf dir. Autsch. Ich meine, jetzt hin zum Ausgang. Haben wir das Wolfsmal schon? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Oh, ich guck gerade mal, wo jetzt hier. Oh, jetzt ist es hier getauscht alles. Machen sich das aber auch echt einfach. Also Levels lange zu machen mit wenig neuem Inhalt. Oh, verdammt. Also es ist ja nicht schlecht dadurch. Also ich eigentlich finde es bewundernswert. Das ist eine gute Sache, um wenig gearbeitet viel Spielinhalt zu präsentieren. Ich bin gerade voll am Frustfaktor deswegen. Entschuldigung. Ich lasse dich noch ein bisschen frusten und bewundere derzeit Blauheit der Spieleentwickler. Wie ist jetzt eigentlich wiedergekommen? So, das war's. Machst gerade alles zunichte, was ich versuche. Was mache ich denn zunichte? Was versuchst alles. Du? Versuch hier rauszukommen. Oh, nicht gut. Jetzt brauchen wir sie wieder. Komm, da kommen sie schon. Hat sogar geholfen. Achtung! Nein! Und wieder ins Wasser. Was kannst du mich da oben festhalten? Warum hat er sie nicht festgehalten? Weil du wahrscheinlich nicht richtig gedrückt hast. Hab ich. Oh, jetzt jammer nicht. Hol die doch nicht her. Ich wollte sie doch her. So richtig? Brauchen wir doch. Die haben noch nicht alle. Ja, wir müssten schon irgendwie geteilt dadurch. Der hält sich einfach nicht fest, der ist doof. Was ist der, ein Dirk? Dirk mit Dirk. P am Ende. Dirk. Das klingt wie irgendwas Gedörrtes. Nee, das ist einfach nur, du bist ein Idiot. Das ist der Idiot auf Englisch. Der Jerk. Nee, Jerk ist mehr im Sinne von Mobbing-Idiot. Ja, okay. Der gemeine Idiot. Der Dirk ist der dumme Idiot. Na, du musst es ja wissen. Wieso muss ich das wissen? Das möchte ich bitte erklärt haben. Wieso muss ich das wissen? Lass uns einfach weiterspielen. Ich bin doch eher der Jerk, habe ich so gedacht. Hier. Ja, du bist auch ein Jerk. Das ist ein Schwein. Ich will zu mir. Ich will auch zu ihm. Ubers. Ich habe was getan. Huch. Ach Gott. Ach Gott. Blasen. Blasen mit Luft. Nett. Aber da unten können wir eigentlich eh nichts machen. Ne? Ach doch, wir müssen das Viech da wegnehmen. Das Ding wieder töten. Oh fuck. Oh, ich hab mich gerade mit dir verwechselt. Wie kommen wir denn überhaupt dahin? Ach, du hast wieder die blöde Luftding angemacht. Jetzt ist es wieder aus. Geht's nicht einfach auf der rechten Seite weiter. Kommst du mit der Nase irgendwie dahin? Ich komm zu dir. Kannst du den nicht? Ach nee, der läuft an die Wand hoch, ne? Ja, der läuft einfach irgendwie überall hin. Oder auch gar nicht. Toll. Du kannst mich wirklich besser umbringen als ich dich. Vielleicht kannst du auch die Katze einfach besser umbringen. Wollte ich versuchen. Das rechts darf aber nicht an sein, ne? Immer noch. Ja, an? Nur mal wird zu lang. Nee, jetzt ist er gerade aus, ist ja richtig. Oh, dann nee, ist wieder an. Dann, genau, dann wird. Jetzt hab ich's. Yay. Finally. Weil sonst geht es immer kreuz und quer, du bist gar nicht durchgekommen. Moment mal, hier ist noch irgendein Geheimnis. Hörst du die Dinger?
such dann da unten mal weiter. Mach das. Ich komm gleich. Ich weiß nicht so ganz wie. Wo willst du mit dem Ding hin? Da links. Weil ich glaube, wir sind oben fangen. Würde ich behaupten. Moment. Ich konnte doch gerade. Wieso geht es jetzt nicht mehr? Ich konnte doch gerade so schön hochwerfen. Kraft nicht. Ja. Kannst du jetzt versuchen zu fangen? Nee, okay. Du musst, glaube ich, in dem Moment das Festhalten drücken. Du darfst nicht draufstehen auf dem Ding. Ich muss schon wirklich. Ja. Zum Glück hatte ich einen Stein in der Hand. Was für eine Taste drücke ich zum Festhalten? Den rechten Trigger. Ja, das hab ich ja gemacht. Achso, das ist die. Ja. Aber ich glaube, du stehst zu nah dran, weil du blockierst das. Jetzt fliegt nämlich höher, hier. Hm. Keine gute Idee. Vielleicht brauchen wir auch zwei davon. Nicht. Ich weiß eh nicht, was wir damit machen sollen. Eigentlich müssen wir erstmal diese Dinger deaktivieren. Oh, hier gibt's einen Teleporter. Ah, hier ist ein Schweinchen-Teleporter. Nein! Aber er kommt noch nicht hin. So, hier komme ich jetzt hin. Was hast du jetzt da oben gemacht? Noch gar nichts. Ich habe nur das Ding eingesammelt und so einen Punkt. Dann sammle ich mal. Hier ist noch ein Drückknopf. Honey Bubu, ich brauche dich hier. Geh auf mich. Ja, ich stehe auf dich, aber da unten kommen wir nicht hin. Da müssen wir das Fass hinbringen. Das fällt doch durch die Wolke. Ja. Aber hier ist wieder eine Aufgabe für dich, mal hier hochzukommen zu mir. Entschuldigung, warte. Wir haben nämlich den Stein da links oben. Ich weiß, wie wir es mit dem Stein machen. Wir haben den Stein links oben für den Druckknopf links oben. Oder rechts oben. Ja, und für den rechts unten aktivieren wir dieses Feld wieder. Weißt du, was ich meine? Erklärst du dir nachher. Oh, warum hast du das nicht machen wollen? Jetzt muss ich wieder auf den Dings aufpassen. Du darfst nur nicht ins Wasser fallen. Sterben darfst du, darfst nur nicht ins Wasser fallen. Oh, Katze. Da kommen Sachen, die ich nicht machen darf, dann mache ich sie garantiert. Was denn? Musst du wieder zurückkommen? Irgendwie. Ja, aber jetzt. Kannst du nicht durch den Knopf einfach mit runterfallen? Ja, sehr gut. Sagt, lass mir sowas nicht. Ich weiß. Du hättest kurz warten müssen, du hättest jetzt oben wahrscheinlich runterfallen können. Aber dafür weiß ich, wie wir das hier machen. Bin ich ganz unnütz. Ja, guck. So. Moment, der muss ich mir dann erstmal aufnehmen. Geh mal weg. Ja. So, jetzt. Achso, ich kann aber da hin. Aha. Der muss jetzt mit uns hochkommen. Okay, viel weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es eben gedacht, jetzt bist du wieder dran. Moment. was zum Teufel? Ich versuche was. Okay. Du musst es doch nur nach links kriegen, da auf den Druckknopf. Ich glaube, wenn ich ihn hier habe, kann ich ihn auch rüberwerfen. Ach, genau. Wow, sehr schön. Hier hochklettern. Schwein, wo müssen wir jetzt hin mit dem Schweinchen frei. Ich habe jetzt so ein Chatback, wo fahre ich damit hin? Zum Schweinchen, würde ich sagen. Aber wo war der Teleporter fürs Schwein? Nee, der Teleporter vom Schwein ist hier. Das Schwein muss man bloß hier durchlotsen. Tada! So. Ah. Genau, das ist das Schweinchen. Mein Schweinchen. Ich will das Schwein! Geh weg! Ich weiß nicht, was wir mit dem Schweinchen machen. Wozu? Mir egal, ich will es haben. Kannst du auf mich drauf? So hier so drüber, dann da durch? Nee. Achso, Moment mal. Ich weiß nicht, wie das mit dem Schwein macht. Geh nochmal. Geh mal weg, Mensch. Hier. Du musst erstmal hoch. Yay. Oh, hey. Das war zu früh. Voll. Das ist nicht Teamwork. Fein. Komm her. Komm zu uns. Schweinchen und mir. Jetzt hab ich so Schweinchen. Ich kann mir die Schweinchen in die Unendlichkeit reiten. Verdammt. Das war unfair. Bis zur Unendlichkeit. Okay, haben wir nicht irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben nicht alle erwischt diesmal.
Kann sein, ich hatte auch keinen grünen Schimmer vor dem Gesicht. Ja. Knäulchen und Dingens. So, jetzt kommt wieder das Boss-Level. Oh nein. Haben wir noch die halbe Folge, ne? Ja, ja. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit, so. Für zwei Level. Für zwei Level, für die wir eigentlich nur 2 Minuten jeweils brauchen dürften, oder? Meistens, ja. Guck mal, siehst du jetzt die Katze im Hintergrund auch? Ja, aber ich habe sie nie unten wahrgenommen. Nur wenn unten ist. Ja. You have to run. You cannot walk, for this is a race against the clock. Oh, ich liebe seine Stimme. Liebst meine Stimme, das aber nicht von dir. Nicht deine, sondern die Stimme von dem Typen. Boah. Deine mag ich, sonst würde ich ja nicht mit dir aufnehmen. Boah. Ich weiß nicht so ganz, was wir hier machen sollen, ne? Guck grad mal. Machen wir das aus, damit die Bombe uns nicht mehr sonst wohin fliegt. Geht's da lang? Ja. Du ernsthaft da so gerade durchgefallen? Ja. Ich hab's auch hingekriegt. Oh shit, jetzt bin ich so. Ein bisschen begeistert von dir, sagst du? Ja. Ah, verdammt. Ich glaube, wir müssen da theoretisch noch hoch. Wir müssen es kommen dann noch zusammen weiter, oder? Och. Kommst du bei mir raus? Ja, dass wir da hoch müssen. Und da links, das sind Flügel. Guck mal, das sind Flügel. Kann natürlich auch das sein, das hier. Ich nehme mal den. Lass das mit dem Bekleider kriegen müssen. Oh oh. Eventuell habe ich ein bisschen was angezettelt. So, ich bin jetzt nicht so ganz sicher. Hm. Wo soll ich mit den Flügeln hin? Ich dachte, du bist gerade schon da hoch, wo du den Flügel endlich hingehört. Hier war tot. Und hier neue Flügel. Was soll man denn da oben in den Flügeln machen? Was sollte man denn da unten in den Flügeln machen, außer dass wir auf dem Teleporter sind? Wir uns alle in dem Flügel nicht hängen. Ich muss Bomben weglaufen. Okay, ich bin hier. Ja? Oh. Bin ich denn jetzt? Ach komm! Das halbe Level wieder rennen. So, ich hab den Dings. Den Kristall da. Wie kommen wir zu dem. Zum Wolfknäuel? Oh oh, was bist du denn? Das hier, ich will gar nicht mehr durch, was hier eigentlich abgeht. Also. Ich bin maßlos überfordert. Ja, ich irgendwie auch so ein bisschen. Das ist einfach zu viel und zu bunt und zu. Wow. Oh mein Gott, ich bin fast oben. Ah, das Vieh macht. Das Vieh macht die Dinger kaputt. Super anstrengend. Und ich auch. Machst du sie auch kaputt? Ja, die ist berührt, macht sie kaputt halt. Macht das Vieh auch uns kaputt? Ne, schiebt mich bloß weg, glaube ich. Wenn nicht raus, können wir das Ding wegkriegen. Ich glaube, wir können den Roboter nicht zerstören, oder? Ja, wir müssen dann irgendwie gut springen können. Nach oben vermute ich mal einfach. Ja, ja, da oben gibt's irgendwie noch ein Kristall. Nee, den Wolfball, aber. So, dieser blöde Ball, ey, der kotzt mich jetzt schon so hart an. Ja, du schaffst es! Go, 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 go! Perfekt! Oh, das Wolfknäuel. Geh du zum Ziel! Welches Wolfknäuel? Ich hab's schon! Geh zum Ziel! Achso, wo zum Ziel? Rechts, rechts runter! Oh, fuck it. Du kannst doch hier dann direkt rechts laufen. Ja. Kann ich? Nee, hier kommen wir nicht durch. Oh. Doch. Wenn mich hier mitten ist schon. Scheiße. Geh rein! Kommt mal durch. Oh. Ah, 7 Sekunden, easy. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Au. Dankeschön. Moment mal, tu mal auf das Ding, auf das Ding, links, 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 links. Noch weiter links. Nein, den Stein. Nicht dich. Warte.
Hä? Ach, das ist wieder Scheiße, der Bug. Das ist wieder der Bug, ne? Moment, da musst du versuchen aufzufangen jetzt. Und jetzt nach rechts. Okay. Ins Wasser. Damit wir da drüber springen können. Nee. Klar. Oder doch. Ach, verdammt. Wer denkt denn sich so ein Kram aus? Ich hab das Blut genommen. Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade mache. Ich hätte gerne mal so eine Statistik, wer von uns wie oft gestorben ist. Gibt's vielleicht am Ende, keine Ahnung. Ende? Die Bombe hat ja gut funktioniert. Au. Och komm. Oh je. Gott. Ach, das sieht. Ach, die pusten da oben. Fiesen Hunde. Das ist jetzt echt ein bisschen anstrengend. Das Spiel einfach viel zu bunt und zu unübersichtlich. Und das demonstriert mir damit meine eigene Unfähigkeit. Ich habe einen schon unten ausgeschaltet, deswegen haben wir nur 5 mal die Hälfte der Dings. Wow. Hast du gut gemacht. Ich wäre jetzt sang- und klanglos verzweifelt. Du läufst halt einfach rein. Weißt du, ich denke so, komm, stehen bleiben, dann erwischt es nicht. Und du läufst halt einfach rein. Ja, aber du läufst genauso, wie ich jetzt genauso wie ich gerade. Ja, ich kann nichts dafür, ich bin jetzt wiederbelebt worden die ganze Zeit. Jetzt, Fang du mal an mit Laufen. Au, verdammt. Ist auch mit Timing schwer zu machen. Oh, oh. Wir haben... Die Falle! Töte ihn! Hab ich! Nicht mich, das ist ein Schwein! Der Maler! Wolfboy! Schild ist rechts oben, um das Schwein auf den Ding zu stellen! Was? Das sind Druckknöpfe links! Geh auf den Druckknopf links! Geh auf den Druckknopf links ohne Schwein! Dankeschön! Oh verdammt, wir sind doch das Schwein! Die müssen sie nicht zusammen. Ach komm! Das ist doch blöd. Das ist doch jetzt das ist das Schwein da rechts. Komm, Moment, das Schwein. Du kannst das doch rufen. Ja, komm mal zu uns, Schwein. So, Schwein, bleib jetzt da stehen. Jetzt kannst du auf mich drauf. Auf. Ach, komm. Kann das Ding noch finden? Warum ist das Schwein jetzt wieder runtergelaufen? Wir brauchen die Schwein. Ich hab's nicht gerufen. Oh. Hey, wir haben es geschafft. Hat nur 7 Minuten gedauert. Ja, wir haben keins doppelt machen müssen. Ja. Wieso bin ich eigentlich immer ein Stück über dir? Bei mir bist du gleich aus. I admire your tenacity. Truly I do. For sure. But things have really gotten out of control here. You've all quickly gone from precocious, lovable scamps to problematic liabilities. How ridiculous. Are we truly the only sane people on this twisted island? Or perhaps we're the crazy ones, and they're all sane. What a twist that would be. No, that's impossible. These guys are bat poop crazy. We gotta get to Hattie ASAP. As soon as we're home like a bullet. Mega super fast. But you gotta get through that vault and get that key first. And this particular vault is more dangerous than telling a girl she's chubby. Oh my god! I know, right? It's a poop-inducing nightmare in there. You're gonna be killed until you're dead. But, you know, put your big girl panties on. Everybody has problems. And not to add another ingredient to your rich, chunky stew of personal problems, but the staff's out for blood now. And they mean business. Their spirits have grown far too weary, children. And a weary spirit requires sustenance. Rich, buttery sustenance. Sustenance is only sustained by killing Hattie and starting this insanity all over again with a new person. What a counterproductively futile charade this is. When will they shatter their shackles of ignorance to transcend the bane of their self-afflicted misery? When will they stop being stupid, crazy, dumb jerks? Everyone's kind of sick of it. But I guess there's no reasoning with madness. Or cats, for that matter. Seriously, try talking sense into a cat. They just stare at you with their lifeless, patronizing eyeballs for like
like a couple of seconds, and then they just walk away. And then you're like, don't turn your back on me. And they're like, nah. And then you're all like, and then they're all like, nah. But it is what it is, I guess. So are you ready for the most importantly important mission of your entire life? I hope so. It's time to show these guys they picked the wrong boat of friends to tangle with. Just hold on a little longer, homie. We're coming for you. It'd be nice if you could meet us halfway, but, you know, whatever. Nah! Der Vergleich zu den wohligen Mädchen war einfach sehr schön. Ja. Yeah. Okay, ich glaube, das ist aber auch ein guter Punkt, gerade einen kleinen Cut zu machen. Passend zum Kapitelende. Wir waren erstaunlich schnell heute irgendwie. Ja, also vielleicht sollten wir einfach immer ein paar Wochen Zeit zwischen dem Zocken lassen und dann festigt sich das ins Gehirn, was wir eigentlich machen müssen. Ja, oder man wird nicht so irre von dem ganzen Quatsch. Kann auch sein. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.